Hallo und herzlich willkommen zu unserem Seminar Der Ersehnte. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.johlmedia.de oder später das Video anschaut zur nächsten Folge. Wir sind immer noch in Johannes 7, immer noch beim Laubhüttenfest und es wird wieder sehr interessant. Wir wollen ein bisschen weiterkommen, ein paar mehr Verse studieren und dabei Jesus noch ein bisschen besser kennenlernen. Und wo es möglich ist, wollen wir mit einem Gebet im Knien starten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort haben und danke, dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Herr, wir möchten dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist ansprichst, dass du uns berührst, dass wir ganz zu dir gezogen werden. Herr, vergib uns alle unsere Schuld und Sünde, die uns vielleicht hindern könnte, dass du uns völlig segnen kannst. Mach uns ganz rein. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen und dich bitten, dass wir ein ganz klares und schönes Bild von Jesus bekommen, damit wir ihn lieben und ihm nachfolgen. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Schlag mit mir auf Johannes Kapitel 7. Wir sind noch mittendrin in dieser bemerkenswerten Szene beim Laubhüttenfest. Im letzten Mal ist ja ein bisschen alles wiederholt, deswegen nur ganz kurz. Wir haben gesehen, Jesus ist im Herbst 30 beim Laubhüttenfest in Jerusalem, nachdem er vier Feste ausgelassen. Anderthalb Jahre lang war er überhaupt gar nicht gewesen, das letzte Mal zuvor ja im Frühjahr 29, wo er damals beim Teich Bethesda den Mann geheilt hatte am Sabbat, was dazu geführt hat, dass er vor den Sanhedrin gebracht worden ist. Und diese Sache schwelt noch immer. Jetzt bei seinem ersten Auftritt in Jerusalem, nach diesen anderthalb Jahren, sind die Leiter immer noch dabei, ihn eigentlich töten zu wollen. Ja, und er hat das gewusst, deswegen ist auch dann später gekommen, ist auf einem versteckten Weg gekommen, aber dann steht er im Tempel und predigt. Und sie konfrontieren ihn und es spinnt sich ein Dialog mit verschiedenen Gruppen, die wir uns angeschaut haben. Und das letzte Mal haben wir dann gesehen, wie etliche aus Jerusalem quasi Jesus Recht gegeben haben, ohne es direkt gleich gemerkt zu haben, weil Jesus hatte den Pharisäern vorgeworfen, ihr wollt mich töten, ja? Mose hat euch ein Gesetz gegeben und ihr sucht mich zu töten. Und dann haben die gesagt, wer sucht dich zu töten? Das ist ja völliger Quatsch. Ja? Und dann kommen aber diese Leute aus Jerusalem und sagen, hey, Moment mal, das ist doch Jesus, den sie töten wollen. Ne? Und man will ihn dann fangen, das haben wir das letzte Mal gesehen. Es gibt dann so ein bisschen hin und her, ja, weil man nicht genau, also es gibt so verschiedene Vorstellungen über den, oder es gibt falsche Vorstellungen über den Messias. Man glaubte nämlich, das haben wir letztes Mal gesehen, dass wenn der Messias kommt, wird er in Bethlehem geboren und dann verschwindet er und dann kommt er aus dem Nichts wieder. Ja? Und deswegen haben sie ihn irgendwie, deswegen hat man ihn nicht so richtig als Messias anerkennen wollen. Und Jesus sagt dann im Wesentlichen, wenn wir mal seine Antwort aus Vers 28 und 29 zusammenfassen, was war eigentlich so sein Punkt, den er gemacht hat? Vers 28 und 29, was sagt er? Ja, nur einfach so, also zusammenfassend, was war so sein Punkt? Das ist nicht komplett, was war so sein Argument? Was sagt er? Also einfach mit ein, zwei Worten kurz so zusammengefasst. Was sagt er? Ja, genau. Er sagt, ihr wisst ja, woher ich bin, dass ich aus Nazareth bin und in Bethlehem. Aber er sagt, ihr wisst zwar meine menschliche Seite oder wisst einiges zumindest, besser gesagt, über meine menschliche Seite, aber ihr kennt mich trotzdem nicht wirklich, weil den, der mich gesandt hat, den kennt ihr nicht. Und wer ist das? Das ist Gott der Vater. Weil ihr den Vater nicht kennt und gar keine echte Beziehung zu Gott habt, erkennt ihr nicht meine Mission. Aber ich kenne ihn, weil ich bin bei ihm gewesen. Also er argumentiert eigentlich mit seiner Göttlichkeit und sagt, ihr könnt mich eigentlich gar nicht richtig verstehen, weil ihr Gott nicht richtig kennt. Und was ist die Reaktion der Juden in Vers 30? Sie wollen was mit ihm machen? Genau, sie wollen ihn umbringen, aber niemand wagt es. Sie werden irgendwie so wie durch eine übernatürliche Hand zurückgehalten, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Und wir wissen,
seine Stunde würde wann kommen? Wann ist seine Stunde? In einem halben Jahr später. Im Frühjahr 31. Und an der Stelle haken wir jetzt ein in Vers 31. In Johannes 7, Vers 31. Wer mag mal Vers 31 lesen? Genau. Also wir sehen jetzt in Johannes, wie einige Leute nicht an ihn glauben, ihn sogar töten wollen. Andere sind so hin und her gerissen, ja, sie glauben und zweifeln gleichzeitig. Und dann gibt es Leute, die glauben an ihn. Wir sehen also, wie da derselbe Jesus mit derselben Predigt verschiedene Reaktionen hervorruft. Das sollte uns sagen, wenn wir die Wahrheit predigen, wird es Leute geben, die es nicht mögen. Es wird Leute geben, die es mögen. Es wird Leute geben, die uns ablehnen. Es wird Leute geben, die das glauben. Ja. Was bei Jesus, wenn es schon bei Jesus so war, dann auch bei uns auch. Jesus hat ja öfter große Massen auch angezogen, oder? Wir lesen in Johannes, wir können auch mal ein bisschen uns das vor Augen führen. Johannes 2 zum Beispiel. In Johannes 2 und dort Vers 23. Das war damals gewesen, 2,5 Jahre zuvor. In Johannes 2 und dort Vers 23. Dort steht, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten wie viele? Viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Was haben die jetzt in Johannes 7 gesagt? Warum sagen sie, wir halten das schon für realistisch, dass er der Messias ist? Was ist die Grundlage? Warum sagen sie das? Viele Wunder. Also damals hier in Johannes 2 viele Wunder und jetzt in Johannes 7 sagen sie auch, also wenn der Messias kommt, also wenn der Messias kommt, auf den ihr wartet, würde der noch mehr tun als Jesus. Ja, also ihr Argument ist sozusagen, er tut doch genau das, was wir vom Messias erwarten würden. Ja? Es sind also wiederum die Wunder, die hier sozusagen die Grundlage sind. Noch ein Beispiel in Johannes 4, Vers 39. Johannes 4, Vers 39. Johannes 4, Vers 39. Aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn, um des Wortes der Frau willen, die er bezeugte. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Die Samariter waren anders. Ja? Die Samariter haben nicht wegen der Wunder geglaubt. Die Samariter haben wegen dem Wort Gottes selbst geglaubt. Ja? Und erst hier wegen dem Wort, dem Zeugnis der Frau und dann später wegen Jesu Worten selbst. Das macht die Samariter hier ziemlich besonders. Aber bei den Juden war es vor allem immer die Zeichen. Ja? Paulus sagt später noch, ja, die Juden fordern Zeichen. Und diese Grundlage von Zeichen, das sieht man auch in Johannes 3. Schaut mal in Johannes 3. Wer kommt zu Jesus in Johannes 3? Nikodemus. Und was sagt er zu Jesus in Johannes 3 und dort Vers 2? In Johannes 3 und dort Vers 2. Dort heißt es, der kam bei... Ja? Mhm. Genau, also Nikodemus war überzeugt, Jesus kommt von Gott, weil? Die Zeichen, ja, die Zeichen. Noch ein Beispiel, Johannes 6. Also gerade bei Johannes sieht man das immer sehr schön hier, welche Rolle die Zeichen hier gespielt haben. Johannes 6 und dort Vers 2, das ist bei der Speisung der 5000, ein halbes Jahr vor unserer Geschichte. Johannes 6 und dort Vers 2. Dort heißt es, und es folgte ihm eine große Volksmenge nach, nicht wahr? Weil sie seine Zeichen sahen, die er den Kranken tat. Ja? Große, immer wieder, ja? In Johannes 2 sehen wir das, in Johannes 3 sehen wir das, in Johannes 4 sehen wir einen anderen Grund, aber in Johannes 6 sehen wir das, die Leute folgen ihm wegen der Zeichen. Meine Frage an euch, ist das gut oder schlecht? Ist es gut, dass sie ihm wegen der Zeichen folgen oder ist es schlecht? Gut und schlecht. Warum ist es gut und schlecht? Okay, also wir haben Zeichen, ja?
und ihr sagt, besser wäre, wenn sie wegen dem Wort glauben. Ja, so wie die Samariter. Die Samariter haben, bei den Samaritern hat er gar kein Zeichen gegeben, weil sie ihm gleich geglaubt haben. Ja. Aber hier bei den Juden gibt er meistens Zeichen. Und er meint, eins ist ja sicher, er gibt die Zeichen ja von sich aus. Ja. Und es gibt ganz interessant, schaut mal mit mir in Matthäus 11. Da kann man einen Hinweis bekommen auf diese Frage. Die Zeichen sind ja nicht schlecht. Ja? Schaut mal mit mir in Matthäus 11. Die Geschichte haben wir schon vor längerer Zeit studiert. In Matthäus 11 und dort ab Vers 3. Matthäus 11 ab Vers 3. Da heißt es über Johannes den Täufer, als er im Gefängnis sitzt, nicht wahr? Und er ließ ihm sagen, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Erinnert euch an die Geschichte, oder? Johannes selbst ist im Gefängnis. Kommt Zweifel, ob Jesus der Messias ist. Vers 4. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Und glückselig ist, wer nicht Anschluss nimmt an mir. Also, jetzt kommt Johannes, der Täufer, Johannes der Täufer hat die Frage, ist Jesus wirklich der Messias? Und womit beantwortet Jesus die Frage? Mit den Zeichen. Aber warum erwähnt er diese Zeichen? Will Jesus damit sagen, weil ich diese Zeichen tue, deswegen musst du an mich glauben? Ja oder nein? Warum erwähnt Jesus diese Zeichen? Was soll der Johannes tun, wenn er hört, Jesus weckt die Toten auf? Die Blinde werden sehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Armen wird das Evangelium gepredigt. Was soll Johannes tun im Gefängnis? Er soll denken, Moment mal, Armen wird das Evangelium gepredigt, Blinde werden sehend. Das steht doch in der Bibel. Das steht doch im Wort Gottes, das steht doch bei Jesaja und bei den anderen Propheten. Die Zeichen haben die Funktion, die Menschen zur Bibel zu führen. Ja? Der Johannes soll also nicht an Jesus glauben, weil er sagt, wow, er kann Tote auferwecken, er muss stark sein. Wow. Er predigt das Evangelium den Armen, er muss ein netter Mensch sein. Er soll an ihn glauben, weil den Armen das Evangelium zu predigen, ist direkt eine Erfüllung von Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, die zerbrochenen Herzen zu heilen und da wird das alles beschrieben, was er tun soll. Die Zeichen sind zwar gut, deswegen war deine Antwort sehr gut, ja, ja und nein. Die Zeichen sind zwar sehr gut, aber sie sollen immer zum Wort führen. Und wenn ich die Zeichen ohne das Wort nehme, nur quasi an sich, warum bin ich dann in Gefahr? Wenn ich sozusagen nur, weil die Wunderkraft der Zeichen so überwältigend ist, wenn ich deswegen an Jesus glaube, warum bin ich dann in Gefahr? Weil auch der Satan falsche Zeichen tun kann. Ja? Wenn die Wunder für sich alleine der Beweis sind, bin ich in einer Situation, in der ich verführt werden kann. Wenn aber die wahren Wunder mich zum Wort Gottes treiben, dann habe ich erstens den Maßstab, an dem ich die Wunder prüfen kann und dann stehe ich auf sicherem Grund. Jesus hat eigentlich alle Wunder, die er gegeben hat. Das ist eigentlich ein der Gedanke, wenn man den mal zu Ende denkt. Wenn Jesus ein Wunder getan hat, dann um die Menschen zum Wort zu führen. Ja, kann man an vielen Punkten sehen, die sollen etwas das Wort Gottes besser verstehen. Und das Problem ist oft natürlich, dass die Menschen dann einfach an dem äußeren Zeichen hängen geblieben sind und sich keine Gedanken gemacht haben, was das jetzt eigentlich über das Wort Gottes sagt und dass sie dann einen tieferen Glauben bekommen. Ja? Und das bedeutet auch, wenn Gott ein Wunder in meinem Leben tut und ich einfach nur sage, ah, wunderbar, Gott hat mir geholfen, ja, und ich mache einfach weiter. Dann werde ich bald wieder in Schwierigkeiten kommen und wieder mich fragen, wird Gott mir helfen? Wenn ich aber ein Wunder erlebe und aufgrund dieses Wunders sage, aha, Gottes Verheißungen sind wahr. Gott, ich kann mich auf sein Wort verlassen, dann gehe ich viel gestärkter aus dem Wunder heraus, als wenn ich einfach nur begeistert war. Jedes Mal, wenn Gott eingreift in unser Leben, möchte er eigentlich, dass wir das Wort besser verstehen, weil das Wort habe ich immer.
das ist immer da. Das Wunder kommt und geht sozusagen. Ja? Das Wort bleibt da. Nun, also diese Menschen erwarten oder weisen darauf hin, dass Jesus eigentlich der Messias sein könnte. Ganz genau. Das ist das im Zuge mit, erinnert euch dann mit Thomas, nicht wahr? Der meint, er kann erst glauben, wenn er sieht. Ja, und es gibt viele Dinge, die wir glauben müssen, obwohl wir sie nicht sehen, auch nicht sehen können, auch nicht sehen werden. Wenn wir nicht erst, dann später, wenn wir im Himmel sind vielleicht. Also dann ja, aber viele Dinge können wir jetzt nicht sehen. Und Gott kann, er wird niemals alle Dinge, die wir glauben müssen, sichtbar vor unsere Augen stellen. Jedes Mal, wenn er uns etwas sichtbar zeigt, dann nur, um uns dazu zu animieren, auch das zu glauben, was wir nicht sehen können. Jedes Wunder in der Wüste, als Israel geführt wurde von Gott, sollte sie dazu bringen, Gottes Wort zu vertrauen. Ja, stattdessen waren sie immer begeistert vom Wunder, aber haben nie über Gottes Wort nachgedacht und kaum war die nächste Katastrophe, haben sich gefragt, ist Gott in unserer Mitte? Ja, und das ist genau das Problem. Und deswegen sind auch die Menschen oft so wankelmütig und deswegen haben wir oft so viel, weil ist euch das schon mal aufgefallen, dass man sich wundert, wie kann es sein, dass ich manchmal geistliche Probleme habe, obwohl ich so viel Erfahrung mit Gott gemacht habe? Ja? Wenn man zurück und sagt, ich habe so viel Erfahrung mit Gott gemacht und warum fühle ich mich jetzt trotzdem vielleicht geistlich hintergeschlagen? Das ist die gleiche Frage wie können die Israeliten nach 40 Jahren Wüstenwanderung immer wieder zweifeln? Wie ist das möglich? Ja, wie können die immer wieder dann Fehler machen? Aber es ist genau deswegen, in der Richterzeit, ja, Gott greift ein und greift ein und greift ein und greift ein und sie vergessen es immer wieder, weil sie zwar die Wundermacht toll finden, aber dann nicht diesen Schritt gehen vom Zeichen zum Wort, zum wie ist Gott eigentlich wirklich, was ist zur persönlichen Beziehung mit ihm. Jetzt gucken wir in Johannes 7. Was ist die Reaktion? Als diese Menschen sich untereinander anstupsen und sagen, sag mal, so viele Zeichen wie der macht, das muss der Messias sein. Der Messias wird doch auch nicht mehr Zeichen machen als der, oder? Was ist die Reaktion? In Vers 32, wer mag mal lesen? Johannes 7, Vers 32. Okay, also was passiert jetzt? Ja, die murmeln alle und sagen, das ist ja unglaublich, das muss der Messias sein. Was ist die Reaktion? Die Pharisäer und die Priester, ja, das sind ja noch, also die Pharisäer sind ja eine bestimmte Gruppe, aber die Priester sind so die Obersten, die kommen jetzt zusammen und sagen, hey, wir müssen irgendwas machen, wir müssen, und warum? Also warum sind die wohl auf die Idee gekommen, dass sie jetzt was machen müssen? Wovor haben die Angst? Sie haben natürlich davor Angst, dass das Volk Jesus annimmt, weil dann geht es ihnen schlecht. Und jetzt müssen sie versuchen, ihn, das ist jetzt der zweite Versuch, innerhalb von wenigen Versen, könnt ihr das sehen, schon wieder gibt es einen Plan, wir müssen ihn umbringen. Also wenn man das jetzt mal so ein bisschen anschaut, eigentlich Johannes 7, merkt man, in welcher Gefahr Jesus eigentlich ist. Ja, uns ist das manchmal nicht so bewusst, weil wir dann denken, Jesus, es wurde für ihn erst gefährlich kurz vorm Kreuz in der letzten Woche. Aber hier in Johannes 7, nicht wahr? Er geht schon fast gar nicht hin, so gefährlich ist es. Und dann kaum ist er da, weiß er, ihr wollt mich umbringen. Ja? Und dann kommen sogar Leute, ja, das ist doch der, den sie umbringen wollen. Und dann sagt es sogar, und dann versuchen sie Hand anzulegen, können es nicht. Und dann kurz Zeit später schon wieder einen Plan, ihn umzubringen. Und das ist interessant, es gibt hier ein interessantes Muster. Wenn ihr in Johannes 7 kurz euren Finger lasst, zu Matthäus 12 geht. Das haben wir auch schon vor längerer Zeit angeschaut. In Matthäus 12... Und dort lesen wir Vers 22, da sehen wir ein interessantes Muster, das sich hier wiederholt. Und da sieht man so ein bisschen, wie sich Geschichte wiederholt, wenn auch nicht im Detail, dann doch im Prinzip. Ja? Matthäus 12, ab Vers 22, da wurde ein Besessener zu ihm gebracht, der blind und stumm war, und er heilte ihn, sodass der Blinde und Stumme sowohl redete als auch sah. Und was passiert jetzt? Vers 23, und die Volksmenge staunte und sprach, was sagen die? Genau, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Und was meinen Sie, wenn Sie sagen, er ist der Sohn Davids? Ein Mensch, ja? Der Messias, genau. Denn der Messias ist ja der Sohn Davids, ja, der auf dem Thron Davids sitzt. Sie sagen, ist das nicht der Messias? Könnte sehen, auch wieder so eine Frage, ja? Sie sehen das Wunder und sagen, das muss der Messias sein, ja? Das ist so überwältigend. Und was ist die Reaktion der Pharisäer? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, ja, erinnert euch an, vielleicht an Baal-Zebub, ja, den Gott von Ekron, den Obersten der Dämonen.
Das heißt, was haben die damals gemacht? Was war die Strategie Nummer 1? Das ist quasi die Strategie Satans. Ja? Jesus hat Erfolg bei der Menge. Ja? Das Evangelium bricht sich Bahn. Was ist Strategie Nummer 1? Das ist Verleumdung, oder? Man nennt einfach das Gute böse. Man nennt das Werk Gottes okkult, satanisch. Aber jetzt in Jerusalem haben sie eine andere Strategie. Sie verleumden ihn nicht, sondern was machen sie jetzt? Das gleiche Prinzip, ja, da geschehen Wunder. Die Volksmenge sagt, da könnte das vielleicht der Messias sein. Was machen sie jetzt? Genau, sie wollen Gewalt anwenden. Ja, also reine Machtdemonstration. Das Interessante ist, das eine hier war in Galiläa. Das hier in Johannes 7 findet wo statt? In Jerusalem, genau, in Judäa. Also hier in Jerusalem haben die Pharisäer eine viel stärkere Machtbasis als im fernen Galiläa. Man sieht also quasi, dort, wo sie vielleicht jetzt keine Macht gehabt hätten, polizeilich den Jesus gefangen zu setzen, nutzen sie Verleumdung. Aber in ihrem eigenen Gebiet, dort, wo sie alles durchsetzen können, nutzen sie Gewalt. Ja, das ist so ein bisschen interessant zu sehen. Und das werden wir auch sehen, solange die Feinde des Evangeliums nicht die staatliche Macht dafür benutzen können, werden sie eher verleumden und angreifen. So, ja. Wenn mal die Feinde des Evangeliums das die staatliche Macht benutzen können, dann kommt das zutage. Ja. Das sieht man also sehr schön hier an diesem Muster, wie sich das dann verändert. Interessanterweise sagt Ellen White, dass man den Plan hatte, ihn gefangen zu nehmen, aber nicht vor den Leuten. Ja. Nicht vor den Leuten, sondern im Geheimen, weil natürlich man wollte keinen Volksaufstand. Ja. Also der Plan ist jetzt gelegt, erneut ganz konkret, Diener sind schon abgestellt, wenn der Jesus alleine ist, dann nehmt ihn. Ja. Also Jesus in einer echten Gefahrensituation. Ja, das sind Leute, die sind schon abgestellt und instruiert, wie sie ihn gefangen nehmen sollen. Und was macht Jesus jetzt als Reaktion darauf? Wie antwortet Jesus auf diese Intrige? Ja, Intrige ist eigentlich, also ja, das ist eigentlich ein Plan, ja, nicht wahr, ihn gefangen zu setzen. Wer mag mal lesen, Vers 33 und 34? Können wir zusammen nehmen. Genau, das ist eine interessante Antwort. Das ist wirklich spannend hier. Was sagt er mit anderen Worten? Gucken wir uns vielleicht mal im Detail an. Ja, wir gucken mal die kleinen Details und dann wird alles richtig interessant. Er sagt zuerst einmal, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Worauf zielt er da ab? Was meint er mit der kleinen Weile? Er sagt, noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Was meint er damit? Genau, also wie lange hat er noch? 6 Monate. Ja. Das ist nicht einfach so allgemein. Eine kleine Weile bin ich noch bei euch. 6 Monate habt ihr. Ihr habt noch 6 Monate. Ja. Eine kleine Weile sind 6 Monate. Eine kleine Weile bin ich bei euch. Woher weiß er, dass er noch 6 Monate hat? Wenn ihr drüber nachdenkt. Woher weiß er, dass er noch 6 Monate hat? Aus Daniel 9, aus der Prophetie. Ja? Das heißt, als sein Leben auf dem Spiel steht, antwortet Jesus mit der Prophetie. Das ist interessant, oder? Weil Jesus weiß, es kann sowieso nichts geschehen, was gegen die Prophetie ist. Eine kleine Weile bin ich noch bei euch. Er weiß, ihr könnt mich nicht heute töten. Ihr könnt mich auch nicht heute gefangen setzen. Das geht nicht. Ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ich kenne die Prophetie. Ja? Er offenbart damit so ein bisschen auch, ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ja? Und das ist eine wichtige Sache, weil werden wir in die Situation kommen, dass man uns töten möchte? Werden wir in die Situation kommen, dass man uns angreifen will, dass man Pläne legt? Die beste Antwort ist, wenn wir dann die Prophetie kennen. Wenn wir wissen, was Gottes prophetisches Wort sagt. Also Jesus ist hier auch ein praktisches Beispiel, wie man in solchen Situationen eine Gott wohlgefällige Antwort geben kann. Er sagt, ich kenne die Prophetie. Eine kleine Weile bin ich noch bei euch. In dem Fall 6 Monate. Ja. Wir haben natürlich keine Endzeitprophezeiung oder Endzeit mehr, aber wir wissen auch,
Also wenn zum Beispiel irgendwann dann offensichtlich das Ende der Gnadenzeit ist, ja, wenn die Plagen fallen und die Menschen dann sich zusammenrotten, um den Todesbefehl durchzusetzen, dann können wir mit Vertrauen sagen, wir kennen die Prophetie, wir wissen, ihr werdet nicht aneinander haften. Ja, wir wissen, es wird nicht mehr so weit kommen. Wir werden wahrscheinlich trotzdem sehr viel beten und zittern, aber wir können dann uns an das prophetische Wort klammern, so wie Jesus sich hier dran klammert. Und dann sagt er was Interessantes. Er sagt also in Vers 33, noch eine kleine Weile bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Das heißt mit anderen Worten, auf Deutsch, du hast es schon gesagt, wo geht er hin? In den Himmel. Und ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, das ist die allererste Stelle, wenn ich mich nicht irre, ich lasse mich korrigieren, vielleicht habe ich was übersehen, aber ich glaube, es ist die erste Stelle überhaupt, wo Jesus öffentlich sagt, dass er in den Himmel fahren wird. Er hat ja kurz zuvor erst an, also was heißt kurz zuvor, einige Monate zuvor erst angefangen, seinen Jüngern zu sagen, dass er sterben wird, oder? Also die erste Zeit seines Dienstes haben wir alle gedacht, nicht wahr, er wird irgendwann König. Und er hat gedacht, nee, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Und ich glaube, es ist hier zumindest schriftlich zum ersten Mal sichtbar, dass er andeutet, dass er in den Himmel auffahren wird. Das heißt also auch, er hat gewusst, hier ein halbes Jahr vor dem Kreuz, er hat gewusst, dass er auferstehen wird. Ja, er hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater. Er hatte später nachher in Gethsemane nicht mehr so richtig gefühlt. Ja, da werden wir dann irgendwann später das mal anschauen. Aber er hat hier gewusst, ich werde zu meinem Vater wieder hinaufgehen werden. Schauen wir in Vers 34. Und das ist jetzt interessant. Also er sagt, ich bin noch eine kleine Weile bei euch, also jetzt übersetzt, ich bin noch 6 Monate bei euch, dann gehe ich zu in den Himmel. Und dann sagt er, ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Also jetzt mal ganz, ganz simpel gesprochen, was sagt er eigentlich? Er sagt, ihr kriegt mich nicht. Ja. Ich kenne ein Versteck, in Anführungsstrichen. Also, ja. Da könnt ihr nicht hinkommen, denn ich werde zu meinem Vater gehen. Die Juden dachten, wir haben alles unter Kontrolle, also die Pharisäer, und wir haben unsere Späher, wir haben unsere Spione, sie hatten ihre Späher bis nach Galiläa gesandt, sie wussten, was Jesus macht, sie wussten, was er sagt, und sie dachten, wir kriegen ihn auf jeden Fall. Aber Jesus sagt, wenn ich erstmal bei meinem Vater bin, ihr sucht vergeblich nach mir sozusagen, ja. Impliziert ist natürlich, wenn sie ihn dann kriegen in einem halben Jahr, dann nur deswegen, weil Gott der Vater es zulässt, weil er selbst es zulässt. Aber dann, wenn er sozusagen wieder weg ist, werden sie ihn niemals finden. Wir werden gleich sehen, wie die Juden darauf reagieren. Aber das ist interessant. Jetzt schauen wir ganz kurz in Sprüche 1. In Sprüche 1 und dort Vers 24 bis 30. Sprüche Kapitel 1. Und was hier sich eigentlich erfüllt, ist eigentlich eine ziemlich traurige Sache. In Sprüche Kapitel 1, Vers 24. Ich lese mal Vers 24, ja? Sprüche 1. Darum, weil ich rufe und ihr mich abweist, weil ich meine Hand ausstrecke und niemand darauf achtet. Weiß jemand von euch, wer hier ruft in Sprüche 1? Wer ruft hier in Sprüche Kapitel 1? Die Weisheit! Ja, steht in Vers 20, die Weisheit ruft draußen laut, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören, auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm schreit sie, an den Pforten der Stadttore hält sie Reden. Das ist so ein bisschen wie Jesus, der jetzt mitten im Tempel dort steht und laut predigt, laut ruft. Und dann in Vers 22, wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen, kehrt um zu meiner Zurechtweisung, siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Übrigens, wir werden noch sehen, Jesus sagt dann, kurze Zeit später im Tempel, kommt her zu mir, nicht wahr? Wie sagt er? Wer dürstet, der komme zu mir, nicht wahr? Das heißt, er spricht ja von dem Geist. Ja, also das spricht hier ganz genau eigentlich von dieser Szene in Johannes 7, oder? Johannes 7 ist genau diese Szene. Aber er ruft, aber sie wollen nicht. Ja? Er streckt seine Hand aus und die Pharisäer wollen nichts hören. Jetzt schaut mal weiter, wie es heißt in Vers 25. Weil ihr vielmehr allen meinen Rat verwerft und meine Zurechtweisung nicht begehrt, so werde auch ich über euer Unglück lachen, über euch spotten, wenn das kommt, was ihr fürchtet. Wenn das, was ihr fürchtet, als Verwüstung über euch kommt und euer Unheil euch überraschen wird wie ein Sturm, wenn euch Angst und Not überfällt. Wann ist das? Wann war das für Jerusalem, diese Verwüstung?
dieses Unheil, dieser Sturm. Hat das Jerusalem getroffen? 70 nach Christus, oder? Und dann heißt es Vers 28, dann werden sie mich anrufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und nicht finden. Ich glaube, hier ist eine tiefere Bedeutung auch. Ihr werdet mich suchen, aber ihr werdet mich nicht finden. Es kommt der Zeitpunkt, wo Menschen erkennen werden, dass es zu spät ist, auch am Ende. Und nichts ist fataler, als zu merken, ich bin getäuscht worden. Und die Gelegenheiten, Jesus kennenzulernen, sind alle vorbei. Weil jetzt kommt er wieder. Und jetzt ist keine Zeit mehr, einen Charakter zu entwickeln, wie er für den Himmel notwendig ist. Und ich stelle fest, er hat so oft zu mir gesprochen, durch die Natur, durch Freunde, durch Predigten, durch ich weiß nicht was, ja. Und die Chancen sind alle vorbei und sie kommen auch nicht wieder. Das muss furchtbar sein. Also, manchmal gibt es ja manchmal so die Idee, naja, jemand, der jetzt in der Welt lebt, ach, was kann ich alles für tolle Sachen angeblich nicht wahr, tun und machen und so. Aber ich möchte nicht in der Haut desjenigen stecken, der vielleicht sogar mal in der Gemeinde gewesen ist, gläubig gewesen ist und Gott den Rücken gekehrt hat und dann bei der Wiederkunft kurz davor feststellt, dass er alle seine Chancen verpasst hat. Das muss furchtbar sein, vor allem wenn du dann gewusst hast, ich hätte es haben können. Ja? Jesus sagt, es kommt der Zeitpunkt, wo Menschen suchen werden, aber nicht mehr finden können. Ihr wisst, Matthäus 25 spricht von denen, die dann noch rein wollen, die noch Öl haben wollen, aber es ist zu spät, weil man kann nicht über Nacht einen Charakter entwickeln. Weil wenn Gott uns über Nacht verändern kann, dann könnte er alle verändern. Aber er will ja, dass wir ihm aus Liebe dienen und nicht einfach nur aus Zaubertrick. Und diese Liebe muss man lernen. Liebe kann man nicht von heute auf morgen einfach so erzwingen. Liebe muss man lernen. Und Jesus weiß, wie tragisch das ist. Ja? Vers 29, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, weil sie meinen Rat nicht begehrt und alle meine Zurechtweisungen verschmäht haben. Wenn wir durchs Leben gehen und den Tadel und die Zurechtweisung Jesus einfach ignorieren und sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, ja, dann sind wir auf gefährlichem Boden. Und die Pharisäer waren auf gefährlichem Boden. Weil Jesus stand in ihrer Mitte und alles, was sie gesehen haben, war, das ist eine Gefahr für mein Amt, für meine Position. Und es kann heute auch passieren, dass Gottes Wirken unterdrückt wird, dass Menschen, die Gottes Botschaft predigen, dass die unterdrückt werden vielleicht oder ihnen Redeverbot gegeben wird, weil man irgendwie Angst hat um seine Position oder ich weiß nicht was und seinen Einfluss, ja, und dann nur noch seinen eigenen Vorteil sieht und dann denkt, das muss ich unterdrücken. Das ist gefährlich. Noch ein Beispiel dafür ist in Hosea Kapitel 5. In Hosea Kapitel 5 und dort Vers 6 und 7. Hosea 5 und dort Vers 6 und 7. Schaut mal. Noch ein Beispiel. Hosea 5, Vers 6 und 7. Das haben früher in der Anfangsphase der Adventbewegung viele unserer Pioniere oft zitiert. Mit ihren Schafen und mit ihren Rindern werden sie kommen, um den Herrn zu suchen, aber sie werden ihn nicht finden. Er hat sich von ihnen entfernt. Sie sind dem Herrn untreu geworden, denn sie haben fremde Kinder gezeugt. Jetzt wird der Neumond sie fressen, samt ihren Erbteilen. Also da kommen sie sozusagen mit Opfertieren, mit Schafen und Rindern. Ja? Aber Gott hat sich entfernt. Nicht, weil Gott keine Gnade mehr hat, aber weil es jetzt zu spät ist. Es gibt den Zeitpunkt, wo es zu spät ist. Und Jesus hat hier schon sehr ernste Botschaft an die Pharisäer. Und er sagt, wir haben noch sechs. Jesus sieht schon, dass viele von denen sich nicht mehr bekehren werden. Die sind schon so weit gegangen. Die werden jetzt immer weitermachen. Er sagt, wir haben noch 6 Monate, bin ich bei euch. Aber dann werdet ihr irgendwann mich suchen, dann werdet ihr mich nicht mehr finden. Die Gelegenheiten, die sie hatten, ihn kennenzulernen, sind eine nach der anderen versäumt worden. Sie hatten 3,5 Jahre. Der König des Universums war in ihrer Gegenwart. Und manchmal ist auch die Frage, weiß ich, ob ich meinen Rest meines Lebens immer so klare und deutliche Gelegenheiten haben werde, Jesus kennenzulernen? Ja. Wenn ich in die Gemeinde gehe und einfach alles ignoriere, was dort gesagt wird, einfach nur so gehe und denke, naja, später kann ich mich entscheiden, später kann ich ja hören. Wer weiß, ob ich vielleicht in 3 Jahren überhaupt noch zur Gemeinde gehe? Wer weiß, ob ich überhaupt da noch die Möglichkeit habe? Wir sollten jede Gelegenheit
wo Jesus zu mir heute spricht, auch heute annehmen. Ernste Botschaft. Es gibt aber noch was Interessantes hier. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mir ist das eigentlich so von alleine gar nicht aufgefallen. Schaut mal mit mir in Johannes 7. Jesus sagt hier etwas, wenn ihr genau hinschaut, etwas Merkwürdiges. In Johannes 7, Vers 34 sagt er ja, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Was ist an diesem Satz ein bisschen merkwürdig? Fällt euch irgendwas auf, was merkwürdig ist? Ja, das haben wir gerade schon gesagt, nicht wahr? Sie werden ihn suchen, aber nicht finden. Genau, also ihr werdet mich suchen. Was ist das für eine Zeitform? Zukunft. Also schaut mal Vers 34, nicht wahr? Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Das ist Zukunft, oder? Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Jetzt, wie müsste eigentlich grammatikalisch der Satz dann weitergehen? Und wo ich sein werde, dahin werdet ihr nicht kommen können. Aber was sagt er stattdessen? Wo ich bin. Obwohl er sozusagen etwas in der Zukunft meint. Ja? Er sagt mit anderen Worten, in der Zukunft werdet ihr mich nicht finden können. Ja? Aber diese Zukunft, sagt er, ich bin. Kennt ihr ein ähnliches Beispiel? Wo Jesus scheinbar die Grammatikregeln verletzt und sagt, ich bin? Kennt ihr noch ein Beispiel, wo Jesus die Grammatikregeln verletzt, wo man eigentlich sagen müsste, er müsste eigentlich sagen, ich war, aber er sagt, ich bin? Nur ein ganz berühmtes Beispiel. Das ist, als er sagt, ehe Abraham war, bin ich. Das ist nur in die andere Richtung, ja? Das ist in die Vergangenheit. Da sagt er, bin ich. Und wisst ihr, wo das steht? Ehe Abraham war, bin ich. Ist Johannes Kapitel 8. Und zwar die Geschichte von Johannes 8, werden wir noch sehen, ist relativ nah bei Johannes 7. In Johannes 7 und 8, ungefähr im gleichen Zeitraum, hat Jesus zweimal in Jerusalem gegenüber den Leitern die Grammatikregeln verletzt, scheinbar. Er sagt dann später, ehe Abraham war, bin ich. Und dann sagt er, in der Zukunft, nicht wahr? Wenn ich dann bei meinem Vater sein werde, in der Zukunft, bin ich. Um damit deutlich zu machen, er sprengt alle Regeln von Zeit und Raum. Woher kommt dieser Begriff, ich bin? Genau, als er dem Mose im brennenden Dornbusch erschienen ist und Mose ihn fragt, wenn ich jetzt den Israeliten sagen soll, der Gott unserer Väter ist uns erschienen, wie heißt du denn eigentlich? Da sagt er, ich bin, der ich bin, ich bin. Das heißt, man überliest das beim ersten und beim zweiten und dritten Lesen, aber wenn man ganz fein hinschaut, dann schimmert hier schon durch den Text durch, dass Jesus sagt, ihr wisst, ich weiß, wohin ich gehe, ich gehe zum Vater und da bin ich bin. Ja? Wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Schon jetzt sozusagen, ja, weil Jesus schon auch in der Zukunft ist. Er ist göttlich. Und das werdet ihr werdet mit anderen Worten, in meiner Göttlichkeit, das werdet ihr nie erreichen. Ihr kämpft gegen den Falschen sozusagen. Ihr kämpft gegen Gott. Und hier haben sie es offensichtlich noch nicht so richtig begriffen. Ein Kapitel später in Johannes 8, als er dann sagt, ehe Abraham war, bin ich. Da merken sie, Moment mal, jetzt wissen wir, was du meinst. Ja, und dann heben sie Steine auf und wollen ihn töten. Aber ihn umbringen. Aber hier sieht man schon, wie das so durchschimmert. Ja, die Göttlichkeit Jesu, die ja sowieso die ganze Zeit schon sein Argument ist. Ihr wisst gar nicht, ihr kennt Gott gar nicht. Ihr wisst gar nicht, wer mich gesandt hat. Ich bin Gott, ja. Aber natürlich haben sie das leider hier überhaupt nicht begriffen. Jetzt schaut mal noch zum Ende, die letzten beiden Verse. Johannes 7, Vers 35 und 36. Wer mag die noch schnell lesen? Genau. Das ist, also hier, das Griechische ist eigentlich ziemlich interessant. Im Griechischen heißt es wörtlich, wohin will denn dieser da gehen?
dass wir, betont, dass wir ihn nicht finden könnten. Also die Idee ist sozusagen der da, ja, dieser einfache, ja, Zimmermann aus Nazareth. Wo will der denn hingehen, dass wir, der Secret Service sozusagen, ja, der Geheimdienst aus Jerusalem, dass wir den nicht finden? Wir werden ihn doch überall finden, oder? Und ihr könnt euch das nicht vorstellen, dass Jesus irgendwo hingeht und denkt, ja, also, der müsste ja schon richtig weit gehen, der müsste ja irgendwo nach Griechenland gehen oder so, ja? Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass die Juden hier an dieser Stelle seine geistliche Aussage rein buchstäblich deuten. Fallen euch noch mehr Beispiele ein, wo Jesus was Geistliches gesagt hat und die Juden sich dann irgendwie das rein buchstäblich? Ja, zerstören Jerusalem, könnte man nehmen. Die paar Aussagen, wo Jesus etwas sagt, was eigentlich geistlich gemeint ist. Ja, genau, er hat gesagt, brecht diesen Tempel ab, ja. Es gibt diese berühmte Stelle, wo Jesus sagt, wenn ihr nicht von Neuem geboren werdet, ja, und Nikodemus sagt, wie? Muss ich nochmal in den Mutterleib? Ja. Oder als Jesus sagt in Johannes 6, wer nicht mein Fleisch und Blut trinkt. Man sagt, ja, wir sind doch keine Kannibalen. Ja. Das sind so oft Beispiele, wo man sieht, dass sie nicht geistlich gedacht haben. Und hier natürlich jetzt genauso. Das ist natürlich, aber die Aussage ist natürlich unglaublich interessant, weil sie wollen sich eigentlich lustig machen über ihn und sagen, ja, der will wohl etwa nach Griechenland gehen, ja. Der will den Griechen das Evangelium oder die Botschaft bringen, ja. Aber die Ironie ist, das ist ja genau das, was der Messias tun soll, oder? Es ist genau das, was der Messias tun soll. Schaut mal mit mir in Jesaja 11, nur zwei Texte kurz an. Und das zeigt eigentlich, wie weit sie eigentlich vom alttestamentlichen Ideal weg sind, wie weit sie von der Botschaft Gottes eigentlich weg sind, dass sie das, was der Messias ja tatsächlich tun soll, so quasi als ironische Bemerkung machen. In Jesaja Kapitel 11, Jesaja 11, Vers 10 bis 12. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, das ist der Messias, der als Banner für die Völker dasteht. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Und zu Vers 12 springen wir. Und er wird für die Heidenvölker ein Banner aufrichten und die Verjagten Israels sammeln und die zerstreuten Judas zusammenbringen von den vier Enden der Erde. Ja, die machen sich eigentlich lustig über das Wort Gottes, weil das Wort Gottes sagt, wenn der Messias kommt, wird er die Zerstreuten aus allen Enden der Erde zusammensammeln. Noch ein Beispiel, Jesaja 49 und dort Vers 6. Und daran sieht man auch, wie sehr sie überhaupt nicht mehr den Auftrag vor Augen gehabt haben. Und wisst ihr was? Wenn heute das Volk Gottes den Auftrag aus den Augen verliert, fängt es irgendwann an, sich über die wahrhaft Gläubigen lustig zu machen. Wenn man den Auftrag aus den Augen verliert, dann fängt man sich an, lustig zu machen über die, die es ernst meinen. Jesaja 49 und dort Vers 6. Über den Messias heißt es dort, ja, Gott spricht, es ist zu gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wieder zu bringen, sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also es ist offensichtlich, aber sie kennen das nicht mehr so, oder also sie ignorieren es, oder sie wollen es nicht wahrhaben, oder weil natürlich wollen sie es nicht wahrhaben, weil das müssen sie selbst tun. Ja, sie müssten ja zu den Griechen gehen, sie müssten ja den Heiden das Evangelium bringen, und das wollen sie nicht. Und deswegen spotten sie jetzt über den Messias und merken gar nicht, dass sie dessen Mission vorhersagen. Total interessant. Und so rätseln sie, ja, was will er uns damit sagen? Ja, keine Idee. Und das Ganze zeigt uns, damit enden wir für heute, dass ihnen etwas ganz Entscheidendes gefehlt hat. In 1. Korinther 2 und dort Vers 14. 1. Korinther 2 und dort Vers 14. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Das ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Wisst ihr, was das Schreckliche ist? In Jerusalem standen zu der Zeit Menschen vor Jesus, die den Sabbat gehalten haben, die die Bibel gelesen haben, die Merkverse auswendig gelernt haben, die Schweinefleisch vermieden haben, die an das Heiligtum geglaubt haben. Und als Jesus vor ihnen stand, wollten sie ihn töten. Und die Frage ist, wenn Jesus in meinem Leben zu mir spricht,
bin ich bereit zuzuhören? Oder denke ich, ich bin in der richtigen Gemeinde, ich glaube das Richtige, jetzt kann mir nichts passieren und jetzt bin erstmal ich. Und das Schlimme hier ist, Jesus spricht zu ihnen und sie merken nicht einmal, dass Gott zu ihnen spricht. Obwohl sie das alles halten. Man kann auch heute im Volk Gottes sitzen, Schweinefleisch vermeiden, den Sabbat halten, an das himmlische Heiligtum und 1844 und all das glauben und trotzdem nicht einmal merken, wenn Gott durch Jesus zu mir spricht. Und er sich auch noch lustig machen, vielleicht, wenn Leute tatsächlich Gottes Wort versuchen, richtig auszulegen, weil es mit der eigenen Meinung nicht übereinstimmt. Und ich fürchte, wir sehen in der gegenwärtigen Krise mehr davon, als wir es ahnen. Dass wenn tatsächlich die Position von Jesus gesagt wird, was Jesus im Evangelium sagt, in der Bergpredigt, wenn tatsächlich die biblische Position zu den Fragen unserer Zeit präsentiert wird, dass manch einer, der sich rühmt, der Treueste der Treuesten zu sein, es gar nicht hören will, weil es ihm nicht gefällt und gar nicht merkt, dass Jesus eigentlich zu ihm spricht. Weil wenn man sich die ganze Zeit mit weltlichen Dingen beschäftigt und weltliche Dinge anhört und anschaut, dann wird man die Krise nicht mehr geistlich beurteilen können. Und auch die Worte von Jesus, die für diese Krise jetzt gelten, nicht mehr geistlich beurteilen kann. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass wir jeden Tag Zeit mit Jesus verbringen. Es reicht nicht aus, die gegenwärtige Wahrheit zu kennen. Wir müssen Zeit mit Jesus verbringen, weil nur dann können wir sie auch geistlich verstehen. Nur dann können wir auch verstehen, wenn Jesus mich korrigieren möchte. Und das vielleicht Ernüchterndste ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, es manch einen gibt im Volk Gottes, der alles hält und alles tut, aber der mich nicht mehr versteht, weil er Jesus nicht kennt, weil er nur äußerlich den Adventglauben praktiziert, aber Jesus nicht kennt. Und da werden Konflikte vorprogrammiert sein. Ja, die werden vorprogrammiert sein. Und deswegen müssen wir von Jesus lernen. Und deswegen ist dieses Studium nicht einfach nur dazu da, dass wir sagen, schön zu wissen, was Jesus erlebt hat, sondern das zeigt uns, wie wir selbst dann in solchen Situationen handeln und leben müssen. Ja? Wir können zwar dann nicht unsere Göttlichkeit präsentieren, weil wir haben keine, aber wir können unsere Beziehung zu Gott, dem Vater, in den Mittelpunkt stellen. Und wenn wir jeden Tag wie Jesus Zeit mit Gott verbringen, dann werden wir auch in Schwierigkeiten einen geistlichen Blick haben. Ja. Das ist interessant. Gute Beobachtung, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber ganz genau, Johannes 14, für alle am Livestream, Johannes 14 verwendet die ähnlichen Worte, aber mit dem Unterschied, dass er sagt, ihr kennt den Weg und ich werde euch dahin holen. Und das zeigt sozusagen, dass Jesus hier schon sehr deutlich sieht, es gibt zwei Gruppen. Ja? Und je nachdem, wie sie zu Jesus stehen, entscheidet sich alles. Ganz genau. Wir werden dann, wenn wir zu Johannes da 14 kommen später, werden wir dann sicherlich hier auf Bezug nehmen und das sehen. Ganz genau. Lasst uns doch gemeinsam wieder knien und Gott bitten, dass er uns hilft, dass wir den Blick auf Jesus gerichtet halten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von ganzem Herzen Dank sagen, dass wir im Leben von Jesus für jede Situation in unserem Leben Wegweisung, Trost und Stärke finden können, dass wir sehen können, wie sein Leben ein echtes Modell ist für uns. Und Herr, wir wollen heute lernen, wie wir mit Angriffen und Verleumdung und Druck umgehen können, wenn Menschen sich gegen das Evangelium und gegen die Predigt des Evangeliums wenden. Und Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass du uns solch eine enge Beziehung zu dir schenkst, dass wir sie pflegen, so wie Jesus sie gepflegt hat. Und dass wir genauso wie Jesus fest zu Hause sind in der biblischen Prophetie und wissen, was dein Wort sagt, damit in der Krise und in den Schwierigkeiten, die kommen werden, wir uns darauf verlassen können, was das prophetische Wort uns zu sagen hat. Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen, dass wir lernen, geistlich zu denken, von deinem Geist geführt. Vergib uns, wo wir das in der Vergangenheit nicht getan haben.
und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir das tun können. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.